Die Mimik macht das jetzt auch. Das ist genau mein Playstyle. Ihr wisst es doch. So mag ich das. Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute habe ich mal ein paar ganz besondere Sachen mitgebracht, was wir im letzten Stream uns ein bisschen angeschaut haben. Und ich würde sagen, ich zeige euch es einmal und dann zeige ich euch, worum es hier überhaupt geht. Ich buffe mich kurz ein bisschen hoch, weil wir wollen immer den maximalen Schaden sehen. Schaut mal. Ich werde im Stream auch gerne One-Trick Pony genannt, weil ich es liebe, wenn eine Waffe für mich das ganze Game carried. Und das ist absolut genau mein Spielstil. Einfach von 20 Meter weit entfernt riesige Gegner killen, bevor die überhaupt bei mir sind, sind die tot. Also pro Schlag, ne, mache ich hier gerade 1000 Schaden. Oh, 2000. Okay, ich erkläre euch ein bisschen was. Also, das Ganze mache ich mit dem soliden Urumi. Ich setze mal gerade meine Facecam, damit ihr das sehen könnt. Mit dem Urumi, das ist eine Peitsche, die wiegt nur 3, hat ein S-Scaling auf Geschicklichkeit und die Kriegsasche Schrei der Bestie. Wo er das alles herbekommt, zeige ich euch gleich. Dazu die Hochlandaxt, die Gebrüllattacken um 15%, glaube ich, stärken oder 7,5, eins von beidem. Dazu Scherbe von Alexander wie immer. Ritualschwert-Talisman, der den Angriff erhöht, wenn ihr maximale LP habt. Wenn ihr von hinten angreift, ist die LP eigentlich fast immer maximal. Und Medaillon des Brüllens. Und David macht eine Peitsche mit der Weapon Art 1000 Schaden. Wo kriegt ihr das alles jetzt? Also, Urumi. Die Waffe Urumi bekommt ihr in Haus Karia. Und zwar müsst ihr vor dem Aufzug hier rechts runterspringen. Und dann findet ihr Urumi genau hier oben auf dem Dach. Ich laufe einmal dahin, damit ihr seht, wo ihr runterspringen müsst. Und da sind wir auch schon. Hier ist der Aufzug, wo ihr hinkommt, wenn ihr durch Haus Karia geht. Und vor dem Aufzug könnt ihr hier unten runterspringen. Hier unten ist dieser eine kleine Absatz und so eine kleine, so ein kleines Holzgedöns. Dann springt ihr einmal runter. Zack. Und dann geht ihr hier rechts runter. Dann hier links. Und hier liegt dann die Waffe Urumi. Das nächste, was ihr braucht, ist die Kriegsasche, der Schrei der Bestie. Genau, Schrei der Bestie. Und die bekommt ihr von Kurang, wenn ihr die Questline macht, wenn ihr ihm 4 Todeswurzeln gebt. Der sitzt nämlich normalerweise hier, der Bestienkleriker. Den habe ich besiegt, weil ich wollte seinen uralten Drachenstein haben. Den findet ihr ganz hier oben. Da gibt es auch einen kleinen Shortcut für alle, die da schneller hingehen wollen. Und zwar hier bei der dritten Kirche von Marika gibt es hier einen Teleporter. Und der führt euch direkt hier hin zu Kurang. Dem müsst ihr 4 Todeswurzeln geben und dann kriegt ihr die Kriegsasche. Wenn ihr wissen wollt, wo alle Todeswurzeln sind, ich habe die schon mal alle gezeigt. Hier, da oder hier wahrscheinlich irgendwo ist eine Infocard. Ich verlinke es euch auch nochmal in der Info, dann könnt ihr genau sehen, wo es alle Todeswurzeln gibt. Als nächstes wäre es dann das Medaillon des Brüllens. Das findet ihr schon ganz, 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 ganz am Anfang. Im Tunnel von Limgrave. Dort einfach den Endboss besiegen, dann kriegt ihr das Medaillon. Und ja, und dann habt ihr schon alles, um richtig, richtig schön Schaden zu machen. Und mit dem Bild kann man auch noch eine richtig geile andere Waffe benutzen. Und zwar die... Das Großschwerter der Sterngeisel von Radan, die Waffe.
Und ich nehme mal hier gerade einen Bulk an Gegnern, damit ihr einmal seht, was die Weaponart ist. Sternruferschrei skaliert nämlich auch mit der Hochland-Axt und auch mit dem Medaillon. Und macht richtig, richtig geilen AOE-Damage. Deswegen holen wir mir jetzt hier mal gerade alle Gegner. Dann machen wir das. Und alle Gegner sind tot. Die Waffe geht auch, die Attacke geht auch richtig schnell. Macht mal eben 1000 Schaden. Also ist richtig, richtig nice, ne? Ohne Buffs. Ja, wer die beiden Sachen selber mal ausprobieren möchte, sehr gerne einfach mal nachmachen. Ich finde es absolut geil. Ich zeige euch jetzt zwar nur diese billigen Gegner, ich habe es aber auch schon gegen Bosse eingesetzt. Es ist einfach richtig, richtig geil, von hinten einfach alles abzuballern. Und die Range ist auch so crazy groß, es ist komplett broken. Gerne das Video liken und gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt. Lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!